Warte. Hallo und... Ah, bei mir jetzt überhaupt nicht. Also jetzt. Hallo und herzlich willkommen hier bei GrachTV am Start. Wir sind wieder bei The Forest und dabei haben wir den Tigor. Hallo und herzlich willkommen. Oh Leute, mein Mikrofon wieder runterschalten. Ah, hallo und herzlich willkommen. Ich bin voll Idiot. Ich bin da. Hallo. So, passiert, ne? So, wir wollten einmal ganz kurz was zu den Updates sagen. Die sind jetzt schon zwar wieder ein paar Tage her, ist aber so schlimm auch nicht. Dann gehen wir mal Richtung GrachTV-Haus. Ja, das Krachthaus. Das. Ja, da. Haus kracht. Genau, weil da haben wir nämlich das gesehen, dass das da funktioniert, aber nicht an den anderen Türen. Und zwar gibt es jetzt hier so ein lustiges Schlösslein, wo man weder rein noch raus kann. Von hier drin kann ich es nicht öffnen. Der Tigor steht draußen, er kann es öffnen und dann kann ich auch wieder rausgehen. Also man kann es halt nur einseitig öffnen oder schließen. Genau. Lass uns einen Knast bauen. Einen Knast? Ja. Da stellen wir dann den Dominik ein. Ja, geil, machen wir. Und der kommt nur raus, wenn er irgendwie Holz fällen muss oder genau, so. Genau, wir machen es so, dass der Knast eigentlich der Wald ist und das ist eine Bestrafung. Wird dann einfach ausgesperrt und wird dann verfüttert. Ja, nice, ey. Feier ich total. Machen wir. So, als nächstes Update war noch dabei, dass man sich jetzt... Zeig doch, wie man die Türen erstellen kann. Ach so, ja, das kann man hier an der Wand machen. Das hatte Tigor rausgefunden. Und zwar ist, müssen die normalen Wände sein. Und zwar, warte, ich mach mal kurz mein Baubuch auf. Dann zeige ich euch das mal. Das sind so Wände, die man ziehen kann. Nämlich hier, Carsten Walls, genau. Die kann man ja platzieren und kann man die ziehen. Ich mach das einmal ganz kurz für euch. Ja, und kann die jetzt, sagen wir mal, hier platzieren. Und kann dann hier auf R jetzt... Oh, Fenster, warum geht das jetzt nicht? Da. Da haben wir jetzt. Ist das Schloss auf der anderen Seite? Das kann man aber auch noch so machen. Warte. So, jetzt haben wir es auf der Seite hier drin. Und jetzt einmal auf der anderen Seite. So, jetzt muss ich die ganze Scheiße wieder löschen. So, ist weg. Alles klar. Ja, soweit dazu. So, dann kam das nächste. Das wäre, das sind Hasenschuhe. Oh, warte, meine Kamera steht. Soweit da, genau. Das sind Hasenschuhe, die kann man sich, so viel ich jetzt weiß. Ich weiß es nicht komplett, also Entschuldigung, wenn es falsch ist. Und zwar macht man das aus zweimal Hasenfell und ich glaube dreimal Seil. Da kriegt man neue Schuhe, damit man leiser im Wald ist, damit das nicht... Nein, dreimal Seil ist falsch, weil das geht nicht. Du musst zweimal Seil, zwei Leder und dann noch irgendetwas, was ich nicht weiß. Nein, das war Hasenfell. Hasenfell und Seil. Ich habe hier zwei Hasenfell drauf liegen und zwei Seile. Und das Rezept, da fehlt noch eine Zutat. Und ja, dann, wenn ich ein drittes Seil dazu lege, dann geht das nicht mehr. Also so wurde es zumindest... Nee, ich hab's jetzt. Drei Hasenfell und zwei Seile. Ah, okay. Drei Hasenfell, zwei Seile. Dann kriegst du Schuhe, richtig? Ja, wo sind die hin? Warum hast du Penner eigentlich immer Hasenfelle? Weil, ich hab keine Ahnung. Ich hab Sneakers gecraftet. Mach die, zieh die mal an. Hab ich doch, oder? Wo sind die hin? Hä? Du hast die... Hab ich sie an? Du hast die gleichen Schuhe an wie ich? Ja. Ach, da oben sind sie. Equip. Ja, geil! Das sieht geil aus. Leute, ich schicke einmal den Tigor ein Foto, wobei er kann die ja selber sehen. Sehe, wenn er nach unten guckt. Ja, geil! Sieht doch schick aus. Jetzt dürfte es auch nicht mehr so laut sein. Dann können die Lauf mal bitte. Okay, ich höre dich gar nicht. Echt dich? Ich höre dich auch nicht, aber ich mich selber. Warte, hörst du mich jetzt? Ja, also dich höre ich gar nicht, also... Das ist kein Vergleich. Aber egal. Ist ja nicht für uns, ist ja für die Gegner. Genau, so. Für die Endgegner, Bitchfight, ja, Nummer 1, Gefängnis, weiß ich nicht. Die nächste, ich weiß gar nicht, was noch rausgekommen ist. Ich hab das... Nicht so viel. Nee, ist... Ja, dann doch eine verbesserte Wirbelsäule. Genau. Eigentlich scheißegal, weil ich meine, du hast einen Rucksack auf, das sieht man eh nicht. Zeig mal. Ja, stimmt. Warte mal, bleib mal stehen. Nee, sieht man nicht wirklich. Nee. Ja, also ist eigentlich Schwachsinn gewesen. Was ist noch rausgekommen? Ich weiß das gar nicht. Die Gegner haben mehr einen größeren Arm. Echt? Weiß ich nicht. Okay. So, okay, dann gehen wir mal weiter. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt machen. Sollen wir ein bisschen noch?
Ressourcen sammeln, ne? Ich würde eigentlich gerne mal das Haus weiterbauen, dass das Dach schon mal drauf kommt. Ja, meine ich, dafür brauchen wir Ressourcen. Ja, dann machen wir das mal. Gehen wir Ressourcen sammeln, jetzt wo hell ist. Übrigens die normale Tür, hier geht das nicht mit dem Schloss. Ja, hier funktioniert das nicht. Also ihr dürft jetzt nicht, ich zeige euch das auch nochmal ganz kurz. Es gibt ja diese ganz normalen Standardwände. Wo sind die denn? Wo ist denn der zweite Wagen? Ey, die Fahnen sind weg. Hier, doch. Das, hier die Tür zum Beispiel, die dürft ihr nicht nutzen. Also da funktioniert das Ganze nicht. Die Fahnen sind weg. Wo sind die Fahnen hin? Also die sind doch welche dran, aber man sieht nicht mehr in der Luft. Nee. Flagge. Ja, aber du siehst auch generell die Höhleneingänge, die wir markiert haben, nicht mehr. Gar nichts. Ha. Was ist das denn? Warte mal, wenn ich jetzt die Farbe ändere, sieht man die wieder? Nein, habe ich auch versucht. Was ist das denn? Das ist ja ganz blöd jetzt. Das bringt ja überhaupt nichts. Ja, irgendwie schon. Vielleicht soll es den Realismus fördern. Flüchtling, Gegner. Ja, also Tigo und ich haben besprochen, dass wir nach der ganzen Aufnahme, dass wir die Leute mal kontaktieren und auch sagen, dass die Bäume nicht mehr nachwachsen. Ja, bist du hässlich oder was? Stirb, Alter. Achtung, hier ist so ein Fackelwerfer, müssen wir aufpassen. Ich hab den erstmal direkt in die Eier gehauen. So, wer war noch da? Sonst sind alle tot, ja? Ja, die alle angefackelt. Ja, ich mach mal das Ding hier wieder an. Geht das? Ja. Ich sammle mal ein paar Arme. Ja. Wir müssen uns wirklich auch mal wieder um Nahrung kümmern. Wir müssen mal wirklich eine Folge losgehen und nur Tiere sammeln gehen. Hasenfelle. Oder generell. Hab ich alles gemacht? Wir haben schon alle weggesnackt. Ich weiß auch nicht. Ich hatte meinen ganzen Ständer, also nicht den in der Hose, sondern den hinten an der Bude, hatte ich komplett voll mit Fleisch. Ihr habt mir alles weggegessen. Alles habt ihr mir leer gegessen. Selbst die Beete sind teilweise immer leer. Ey, hier ist ein Hamster oder was das ist. Die Beete pflück ich ständig nach, wenn ich was leer mache. Ja, ich hab'n. Achso, was mir noch aufgefallen ist, was ich überhaupt nicht lustig finde, ist. Haben wir hier mal. Hier ist ein Hase, den hole ich mir. Alter, du Scheißkaninchen! Den holen wir uns jetzt. Zum Beispiel die Vögel, die geben kein Fleisch mehr. Also hier sind drei Sachen. Die haben das rausgenommen, weil die wohl ständig an Feuer sich selbst verbrannt haben, Suizid gemacht haben. Und da hätte man ja unendlich Fleisch gehabt. Ja, das ist doch voll blöd, Solange die es nicht geschafft haben, dass sie nicht mehr in Feuer reinfliegen, wird das rausgenommen. Wird auch später wieder reingemacht, wenn sie es geschafft haben. Finde ich ein bisschen schade, wenn ich ehrlich. Ah, hier ist wieder ein Eingeborener. Ein Einwanderer. Ein Einwanderer, ja, ja. Kommt der von draußen. Ey, fuck, ich bin tot, Digga. Der hat mich, hat mir eine Kopfnuss verpasst. Oh, der kommt. Nein! Ja. Bist du auch tot? Alter, der macht Kopfnuss, macht der. Der macht wirklich aktiv eine Kopfnuss. Ach du Scheiße, dann haben die das auch noch verbessert, wa? Ja, der aber kann nix. So. Ich komme. Ja, ich komme. Du bist nicht vom Fach, hau ab. So. Thank you von Trebly. Trebly. Ey, du hast mir alles geklaut. Ist echt weg bei dir? Ja, das ist... Dann du zuerst, aber du nimmst, kann ich auch nehmen. Der Pott ist zwar voll, aber ich kann nichts mehr nehmen. Egal, okay, warte. Ich hab 360 davon. Boah, ich hab 103, also mit den Töpfen läuft das, oder? Ja, auf jeden. Vor allem mit der Steinmauer. Wir brauchen das ja gar nicht mehr. Nee. So, Kaninchen. Ja, ich hatte gerade einen Hamster. Hier. So ein Eichelhörnchen. So. Ey! Jetzt hast du mir das Fleisch geklaut, du Penner! Oh. Egal. Ich habe auch eins. Okay, ich nehme auf jeden Fall immer... Ey, ich finde das mit den Bäumen. Also, es gibt zwei Sachen, die werden wir auf jeden Fall nachher mal melden. Anschreiben. Ne? Die haben unsere Fackeln kaputt gemacht. Kann das sein? War das nicht mal eine Fackel von uns? Nee, das ist von denen. Ja, wir haben ein neues Item in der Liste. Ja. Nein, deine Mama. Alter, die überleben, ey. Aber hatten wir hier nicht eine Fahne stehen? Eine Flagge?
Nee, hier nicht. Wir bauen, einfach mal ein und gucken, was passiert. Ja, machen wir mal. Wir schauen, was passiert. Wenn nicht, kann das sein, dass das durch ein Update rausgegangen ist und wir müssen alles, also die Karren auch neu bauen, damit die angezeigt werden oder so. Wäre ein bisschen dämlich, aber ich würde die trotzdem kontaktieren, auch mit den Bäumen, dass sie nicht nachwachsen. Damit die wissen, was die noch verbessern müssen, auf jeden Fall. Weil es schade ist. Genau. Das Spiel ist so klasse. Hast du einen Stick? Jo. Ah. Nee, ja. Ne, wird nicht. Ja, müssen wir melden. Müssen ja, wir mal. Bringt ja nicht, aber bringt ja einfach nichts. Vor allem das Update ist jetzt auch schon seit ein paar Tagen raus, ne? Ja, aber wir sollten die trotzdem mal anschreiben, ne? Ja, ich meine, das ist halt seit ein paar Tagen raus und die ist noch nicht gefixt, das heißt, die wissen davon nichts. Ja, eben, das. Deswegen machen wir das auf jeden Fall mal. Was war das jetzt nochmal, das mit den Stickmarkern und Bäume? Bäume genau. Wachsen nicht nach, ja. Machen wir mal. Ja, ganz ehrlich, was macht das für einen Sinn? Das Spiel heißt The Forest, ja, und wir haben bald keinen Wald mehr. Ja, Leute. Irgendwann The Desert oder sowas. Ja, echt, ey. Guck mal, wie weit wir jetzt schon laufen müssen. Hier updatet sich nur, wie weit waren wir denn schon? Hier. Ab hier kann ich wieder einen Baum nehmen, ey, ist ja ein Witz, ey. Wir hätten vielleicht uns einen Wagen mitnehmen sollen. Aber ja, glaube ich auch. Guck mal, wie weit wir weg von unserer Base schon sind. Das ist doch nicht normal. Ja, ich habe irgendwas gefangen. So, ich habe schon mal wieder ein bisschen Fleisch, das kann ich direkt mitnehmen. So, ich nehme mal zwei Baumstämme mit, dann kann ich direkt, wenn ich zurückkomme, eine Karre mitnehmen. Ja, ich auch. Ja, toll, jetzt wissen wir wieder nicht, wo die stehen. Das ist wieder typisch. Zwei ja, Eingang stehen sie, ne? Noch. Also noch wissen wir es. Zwei... Erzähl. Zwei stehen am Eingang oder nur eine? Eine. Ich weiß gar nicht, wo die andere ist. Ja, die müsste... Ich glaube doch bei mir, irgendwo unten. Ja, egal, müssen wir mal gucken. Wir testen halt einfach mal. Da ist ein Hase, egal, die sind eh schneller, als man gucken kann. Ich will mir auch solche lustigen Schuhe bauen. So. Ja, Leute, deswegen, wir machen auch heute gar nicht... Wir machen, was haben wir gesagt, eine Stunde 20 Minuten heute? Weil ich habe ja auch noch, im Anschluss habe ich ja auch noch ein Let's Play, was ich noch machen muss. Ach, hier ist ein Wagen noch. Hast du zwei jetzt? Ja, vor deinem Haus. Cool. Läuft, Habibi. Wir brauchen noch 400 Loks, ey. Aber den kriegen wir ja auch gar nicht raus dann. Ja, da kommt das Dach noch drauf, denk dran. Jumpt halt einfach runter, die Klippe. Okay. Okay, wo ist die Karre? Da. Juhu! Alter, das Essen geht so schnell weg, ne? Achso, warte mal. Ich muss mal eben kurz das Fleisch aufhängen. Stimmt. Bevor das verrottet. Das wäre nicht so schlau. Ja, und es könnte auch mal wieder mehr regnen, dass wir Wasser kriegen. Ja. Zack. Zack. So. Ich habe einen Wasserbehälter gefüllt mit Wasser. Hier kannst du jetzt trinken. Ja, wie? Rechte Maustaste oder so. Nö, da passiert nichts. Linke? Auch nicht. Kannst du E drücken? Ich kann es equippen. Ja, equippen kann ich. Das habe ich in der Hand. Passiert aber nicht. Und der ist gefüllt mit Wasser. Kannst du mir den mal geben? Kurz. Wenn das funktioniert, weiß ich gar nicht. Warte mal. Müssen wir austesten. Aha, das aussieht. Wieso? Ja. So. Hey, du kannst tatsächlich nichts machen. Wenn es nicht klappt, dann behalt. Ja, geil, danke. Ich hab doch genug Hasenfell hier. Bist du sicher, dass da Wasser drin ist? Ja. Wenn es nicht wieder rausgelöscht wurde. Welches Wasser hast du denn da reingepackt? Ja, von den du weißt schon, von den Viechern hier, von den Turtles, von den Schildkröten. Von den Schildkröten hast du das Wasser? Ja, von den Schildkröten-Dingern, Wasser. Ach so. Am Eingang. Wenn nicht, müssen wir mal mit dem Abkochen ich wollte doch die Karre mitnehmen, ich Trottel. Ja, laufen wir ohne Karre weiter. Naja. So, ich hole jetzt mal eben die Karre. Bapaditala. Und das Feuer von einem löscht sich immer noch automatisch. Also nicht sehr viel passiert, vielleicht hatten die ja Urlaub und die haben gerade an ihrem Penis rumgespielt, kann das sein. Ja, wer weiß. Ja, aber es gibt auf jeden Fall Sachen, die müssen wir auf jeden Fall dann mal bekannt geben.
damit die darüber Bescheid wissen. Ja. Wahrscheinlich ist das den anderen Leuten noch nicht so aufgefallen oder so, weiß ich nicht. Oh nee, schon wieder einer. Nein, geh weg, komm, lass mich einfach. Ey, wie viel Schaden die machen? Nein, Alter, lass mich in Ruhe. Ich bin auf dem Weg. Tot. Wo bist du denn? Ey, der haut einmal auf dich drauf, du bist tot. Warte, ich voll Leben mit Rüstung. Die Rüstung macht gar nichts mehr. Ich hab Rüstung an. Warte, ich mach mir mal eben kurz ein Tuch da drum. Ach so, man kann die Tücher jetzt auch... Geht irgendwie nicht. Sollte aber eigentlich funktionieren. Du solltest eigentlich jetzt die Tücher, die du um die Axt und so hast, auch mit Alkohol trinken können und dann sollen die länger brennen. Aber es funktioniert nicht. Okay. Ich muss die vorher trinken. Die Tücher? Ja. Stimmt. Nee, hä? Ja, jetzt habe ich einen Molotow-Cocktail. Ja, stimmt. Ja, doof. Entschuldigung, dass man da... Die sollen länger brennen, keine Ahnung. Ich habe jetzt meine Axt damit getränkt. Bei mir ging das nicht. Ey, hier steht sogar noch eine Karre mit... Alter! Ey, der haut mich kaputt. Wo bist du? Da. Lass doch die Karre los, du Volldepp! Da hinten steht noch eine... Penner. Hier, guck mal, da hinten steht nämlich Donald Karre mit Holz hier. Hier. Hier ist eine Höhle. Wie? Hier ist ein Höhleneingang. Seit wann das denn? Haben wir so weit hier vorgebuddelt, dass hier ein Höhleneingang... Hä? Hä? Seit wann gibt's den denn? Wir kennen nur den einen da hinten. Ja. Hä, guck mal, hey, da ist aber so ein Stein, da kommst du gar nicht reingeklettert normalerweise. Ich bin dünn, nicht du Fetti. Du bist durch den Stein geglitscht, warte, ich komm auch mal hier runter. Ja geil, dann machen wir jetzt in der Folge sogar noch eine Höhle. Ist doch super. Die Höhle? Vielleicht ist das eins dieser neuen Höhlen. Haben die eine neue reingepackt? Jetzt vorletztes Update. Oh nein. Alter, ich hör ein. Da. Die Höhle sieht. Danke. Entschuldigung. Naja, alles gut. Hier liegt auch einer, der wird aber nicht in der. Kann das denn vielleicht sein, dass es jetzt einer der Piloten ist, ein Passagier? Ich weiß nicht, wurde er eingetragen? Nee, ne? Ich habe aber, glaube ich, ein neues Ereignis freigeschaltet. Was hat ich denn da? Hier Feind, also finde Essen, finde also ganz normales Zeug. Nichts Neues. Ja, das ist auch blöd, dass die Liste nicht so bleibt. Hier ist wieder so ein... Ich meine, das ist ganz klar, ist das einer von den Leuten. Komm mal her, Tigor. Ja. Guck mal, hier ist wieder so ein Eingang. Warum standen wir schon mal vor denen? Ich glaube, der ist neu. Mit den drei, mit drei Kreuzen? Ich kenne nur mit einem Kreuz, mit den unten, mit dem Kreuz. Au! Ja, Entschuldigung. Dann testen wir das einfach mal. Ja, machen wir. Machen wir jetzt sogar noch eine Höhle. Geht das überhaupt kaputt? Ja. Bei mir tut sich gar nichts. Bei mir ist das Ding fast demoliert. Jetzt sag nicht, wir müssen uns das gegenseitig. Also hier fallen die ganze Zeit Bretter ab. Bei mir passiert gar nichts. Doch jetzt, bei dir, ja stimmt, da hinten. Alter, dieses ist aber schwerer geworden. Sonst waren die immer schon direkt kaputt. Aber siehst du eigentlich, was für ein Holz das ist? Das ist richtige Tischlerarbeit, ne? Das ist richtig gerades. Also stimmt. Das stimmt. Die sind von Fach. Hau ab. So, ich trinke nochmal eben was. Wir können jetzt gleich mal Schokoriegel finden, das wäre schön. Dam. Ich stehe einfach oben drauf. Ey, mal im Ernst, war das schon immer so lange? Ne. Nie und nimmer. Alter. Warte mal, geh mal weg bitte. Willst du Dynamit davor hauen? Eigentlich wollte ich Dings machen, aber die Idee ist besser. Oh. Ja geil, schmeißt du sein Dynamit weg. So Leute, aber ich würde sagen, wir beenden auch hiermit dann auch erstmal die Folge.
Oh lol, ja okay. Und wir sehen uns beim nächsten... Okay, wir sehen uns beim nächsten Mal in der Folge. Ich verabschiede mich. Ciao. Mit V. Okay, du hast auch Schau gesagt, oder? Ja.